Hallo Leute, YouTuber, willkommen auf meiner Veranda an diesem friedlichen Morgen. Ich war erstaunt, wie viel Interesse ihr an dem Smartphone-Mikroskop hattet, ja. Und deswegen tun wir heute noch ein zweites Unboxen, ja. Ihr habt ja das Video über das Voltkraft schon gesehen, ja. Das hat ja eine erstaunlich lange Leitung, ja. Also Zuleitung, ja, nicht falsch verstehen, ja. Und ihr habt auch schon das Video im Einsatz gesehen, wie ich meine Waschmaschine repariert habe, wie ich da mal den Abwasserschlauch inspiziert habe. So. Und die waren unglaublich schnell, da war Liefertermin 3 Wochen. Ich habe es aber gleich gebraucht, dafür eine andere Geschichte. Ja. Und deswegen habe ich jetzt zwei. Jetzt will ich euch das hier auch noch vorstellen. Ja. Das kommt von einem anderen Hersteller. Ja. Das ist 3 in 1, schreibt er hier. Ja. Made in China. Ja. Wie heißt die Firma? Ich sehe es jetzt gar nicht. Na gut, wir packen mal aus, ja? So. Schaut mal. So. Das Ganze ist ein bisschen zierlicher. So, eines fällt mir hier schon auf, ja? Und das ist, wir haben das Steckersystem für Apple Galaxy S8. Und wir haben für PC, ja, also bei dem von Voltkraft musste ich umstecken, ja, von S7 Norm US, also Mini USB auf S8, ja. Okay. So. Der Spiegel hier ist kleiner wie der vom Voltkraft, ja. Und mehr gibt es da jetzt eigentlich nicht zu zeigen. Das war preisgünstiger auch, ja. Das hat klar, glaube ich, bei 14 Euro. Ich schreibe euch den Hersteller noch in die Videobeschreibung. Okay, hier ist eine kleine Anleitung. Das ist auch wasserdicht anscheinend hier. Das andere hat es ja schon bewiesen im Waschmaschinenschlauch, ja. Ja, und wenn euch das Thema weiter interessiert, dann werde ich die auch mal miteinander vergleichen. Ja, ich sage mal 15 Euro Preiskategorie, 30 Euro Preiskategorie. Anwendungsbeispiele gibt es ja bei meiner Autobastelei genug. Und damit möchte ich es jetzt schon bewenden lassen. Sagt mir, ob ihr da mehr zu dem Thema sehen wollt. Ciao, schönen Tag.